Hallöle und herzlich willkommen zu Exorzockte Sims 4 und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, wir sind hier gerade herzlich dabei, uns um die Bauelemente und Möbeljarien der Verhüttung, also der Hütte hier, also was man hier so rumbaut, eben sozusagen zu kümmern. Oh yeah, das ist echt krass. Gut. Ich würde mal sagen, wir verschwenden keine Zeit und gehen direkt schon mal Richtung Objektive. Und wir fangen erstmal bei den Bauelementen an. Sprich, wir gucken uns mal die Wandmustertapeterung an. Beziehungsweise wir machen es uns ein bisschen einfacher. Gehen auf Packs. Dann machen wir uns das mal ein bisschen einfacher. Das ist der Bowling-Abend. Danke sehr. Jo, gehen hier einfach mal auf alle Anzeigen und dann werden uns zwei Objekte angezeigt. Das eine ist einmal Holzsparren-Wandverkleidung. Ja, Holzsparren-Wandverkleidung. Gucken wir uns die mal an. Wie das Ganze aussieht. Das Ganze sieht dann halt so aus, typische Holzsparren-Verkleidung. Wir können uns dann auch mal eine andere Farbe reinziehen. Das dann alles mal ein bisschen betrachtet hat. Nochmal eine Stufe dunkler. Sieht dann so aus. Und dann nochmal Black is Beautiful. Ja, das sieht dann sehr black aus. Da sieht man... Oh, ich weiß nicht, ob man in der YouTube-Aufnahme noch die Muster hier drauf sieht. Das ist ganz krass. Gut. Das wäre das. Als nächstes haben wir vorgefertigte Steinplatten. Das ist einmal in der Farbgebung. Nehmen wir mal etwas Blaues. Also Blaugrau. Oh. Und dann nochmal was in the Shades of Grey. Da sieht man den Unterschied nicht wirklich krass. Hier sieht man halt doch einen Unterschied, weil hier das eigentlich als einzelner Raum zählt. Das ist das Bekloppte eigentlich dabei. Da spielt eigentlich die Lichtengine hier ein bisschen verrückt. Ne? Na gut, müssen wir durch. So, das wären die Wandelemente. Als nächstes kommen die Bodenelemente. Und da sehen wir eins. Ein Bodenelement. Es ist ja echt die Hammerauswahl. Wollen wir mal schauen. Linoleum zum Kugeln. So, zeigen Sie mal bitte mal das Linoleum her. Wir machen mal das Gittermuster weg. So. Jo. Flüssig nichts zu sagen. Muss jeder selber entscheiden, ob er das mag. Kann nochmal die nächste Farbe. Ja, so sieht dann halt die verschiedene Farbauswahl aus. Eine mache ich euch nochmal hier hin. Ja. Orange habe ich noch gehört. Okay, dann kriegt er nochmal Orange von mir. So, da ist nochmal Orange. Zufrieden? Ja? Gut, okay. Da passen auch die Übergänge. Man könnte sich vorstellen, dass man daraus sogar einen interessanten Mix macht. Naja, gut. Kommen wir zu dem tatsächlichen Inhalt. Und da ist doch ein bisschen was zu erwarten. Gut, ich werde erstmal Tag einstellen, damit wir hier volle Beleuchtung haben. Und dann schauen wir uns erstmal die Sitzmöbel an. Als erstes haben wir Sessel von Retro Design. Sieh genau hin. Fährt ihr auf? Was mit diesen Sesseln stimmt? Ah, ich sehe schon an deinem Geschmack, wie es dir langsam dämmert. Man hat dich reingelegt. Das ist kein Sessel von Retro Design, sondern eine Fälschung. Was für ein Affront gegenüber dem organischen Design. Allerdings ist er weitaus günstiger als das Original. Ja, so sieht er dann aus. Er ist günstiger. So, wir gucken mal, wie sieht er von hinten aus. Ja. Das nächste ist der Stuhl von Retro Design. Du brauchst einen Stuhl, aber es sollte nicht einfach irgendeiner sein. Dann hol dir den Design-Klassiker von Retro Design. Wer nur das Beste vom Besten will, sollte auch nur auf dem Besten vom Besten sitzen. Ja. Dann sieht der halt so aus. Gucken wir mal, ob ich nochmal die gleiche oder eine andere. Wir machen mal eine andere Farbe.
Genau. Jo, so sieht der halt aus. Das nächste ist der Babyhocker. Bar, ach nee, ist ein Barhocker, nicht Babyhocker, ne? Ja, Text könnt ihr euch jetzt selber mal lesen. Durchlesen, nicht selber lesen. Ja, ja, ihr liest euch den Text mal selber. Ja. Ich hier jeden Text vorlesen würde, dann würde... der hat hier noch so ein... Oh, das ist ja mal geil. Wow. Da könnte ich mir sogar als Kaffeebar vorstellen, ne? Eine Kaffeebar mit... Das wäre schon interessant. Hat der hier auch so ein Muster? Oder generell nicht? Nee, generell nicht. Okay. Gut. Sofa von Retro-Design. Oh. Ja, für eine Bowlingbahn gehen die. Nochmal haben wir hier noch eine andere Farbe. Ja. Für einen Privathaushalt würde ich sagen, no. Außer es sei denn, man steht enorm drauf. Man steht... Da muss man aber sehr enorm drauf stehen. Sehr, sehr enorm. Ist ja schon fantastisch enorm. Einzige, was mir wirklich da interessant gefällt, ist diese rückwärtige Geschichte mit diesen... mit dieser Stufung da drin. Das ist eigentlich ganz nett, die Idee. Ja, ja. Kann man sagen, was man will. So, dann gab es dann einen Ottomane. Ja, ja. Immer diese Ottomanen. Haben wir den auch mit interessanten Mustern drauf? Ja. Ist nochmal mit dem Muster. Guck mal nach, ob wir hier noch was anderes... Noch ein anderes... Quatsch. Ob wir hier nochmal mit ein anderes Muster haben. Ja, so. Nochmal die Farbgebung. Jo. Kann man machen. Muss man eben machen. Ist aber erlaubt. Ja, der ist komplett symmetrisch. Ah, der hat hier so ein wellenmäßiges Holzimitatmuster drin an der Seite. Mhm, gut. Moderne Estash Millennium Mitte. The Millennium. The Millennium Time of Us. Okay. Der schreit wirklich nach Retro. Dieser Look, diese Farbgebung, dieses Muster. Alter Falter. Oha. So waren auch damals ziemlich viele Esszimmertische. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune, ey. Jetzt sage ich mal, was nicht ganz jugendadäquat ist. Scheiß die Wand an. Wow, wow, wow. Okay, das ist echt Hammer. Also, so, jetzt wird's noch krasser. Stauschrank für Bowling-Fans. So einen ähnlichen Schrank hatte meine Oma. So einen ähnlichen Schrank hatte meine Oma. Da war unten so Vitri, also so eine Glas-Ebene drin. Und dahinter waren Spiegel und Beleuchtung. Und da hat sie ihre Schnäpschen gehabt. Was steht denn hier dazu? Ein Sideboard für bowlingbegeisterte Familien. Der geräumige Stauraum wird durch eine praktische Harmonikatür verschlossen. Perfekt zur Aufbewahrung von Bowlinghandschuhen, Kugeln, Handschuhen und anderen Bowlingzubehör. Ja, wie gesagt, meine Oma hat da Schnaps drin gehabt. Alter Falter. Ach, die Farbgebung. Alter Falter. Ja, das ist das, was wir hier haben. Guck mal noch mein Orange an. Wie sieht denn der von hinten aus? Eieieiei. Also da werden Erinnerungen wach. Also das ist jetzt gerade wirklich so Feierwaldjung, ja. Moderner Beistelltisch. Ja, kennt man. Da ist die typische Topfpflanze drauf. Auf das Ding ist die typische Topfpflanze drauf. Gibt es den auch mit so einem bläulichen oben drauf? Grün? Es soll eigentlich bläulich sein. Ist ja zu viel Helligkeit hier. Wa? Warte mal, ist zu viel Helligkeit. Naja, wird ein bisschen bläulicher. Ja, nachts ist er sehr bläulich, tags morgens hoch. Ja. Das typische Orange. Hier, das typische Orange. Kennt man. Ne? Diese typische Orange. Oh Mann. Ja, und das kenne ich wirklich so mit einer Topfpflanze drauf. Ja. Ach, du grüne Neune. Ja, man sieht, meine Oma hat sehr viel in der Zeit gekauft. Ach, du grüne Neune. Und da war der Fernseher drauf. Hier unten war dann immer so die Fernbedienung und
Fernsehzeitschriften mit drin. Ach du grüne Neune. Leute, ich habe jetzt gerade einen echten Vergangenheitsflash. Ach du grüne Neune. Leute, ey. Ich kipp hier gleich um. Es kann nicht wahr sein. Die haben meine Oma beklaut. Aber definitiv. So, was haben wir denn noch für Zeug? Eine Bar. Na gut, die hat meine Oma nicht gehabt. Die hätte sie vielleicht gerne gehabt. Aber die hat sie nicht gehabt. Jo, mit den typischen Erfrischungsgetränken. So. Gucken wir nochmal in der Farbgebung an. Das ist doch die gleiche Farbgebung. Hat außer sie die gleiche Farbgebung erwischt, Leute. So, machen wir es nochmal so. Gut. Jo, ha? So, jetzt kommen wir zu den Eingemachten. Da kommt Adrenalin hoch 10. Bowling, ein Abenteuer, das deinen Adrenalinspiegel in die Höhe treibt und ganze Nationen ins Schwitzen bringt. Oh, die ist groß. Ja, natürlich ist die große blöde Äußerung hier. Ja. Typische Bowlingbahn, kennt man. Ist ja so mit der Vampirmusik im Hintergrund. Ich finde, also die Vampirmusik ist extrem aufdringlich, wa? Oh, oder täusche ich mich da? Die ist extrem aufdringlich. Warte mal, wir gehen mal kurz mal aus dem Baumodus raus. Gehen in den Baumodus wieder rein. Aha. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Möbel hier gesetzt. Na, manchmal bin ich ein Trottel. Das heißt, ich muss die nachher wieder alle wegmachen. Na, gut. Dann gucken wir uns mal nächste an. Halt, erstmal wieder Licht. Morgen, Nachmittag. So, ja. Ja, hübsches Ding eigentlich. Dann haben wir Kegelkunst. Ja, sind verschiedene Bilder. Ich gehe mal hier so durch die Bilder. Könnt ihr euch mal angucken. Notfalls auf Pause drücken. Ich werde mal so ein Bild hier hinklatschen, damit ihr seht, wie groß die sind. Ja, ist schon groß. So, was haben wir denn noch? Spitzenidee. Selbstleuchtende Streifen. Das finde ich nett. Die gibt es dann so unterschiedlich. Ja, ha? Was haben wir denn da? An die Kugel, fertig, low. Ja, Bowlerama 2017. Auch so dieser typische Design, ne? Das Ganze nochmal in Orange. Ja, dann haben wir eine SBK Bowling Kegel. Dieser Kegel ist offiziell von Sims Bowling Kongress für das Spiel mit 10 Kegeln zugelassen. Auf dem Kegel ist folgende Schrift eingraviert. Mich haut's gleich um. What the fish? Ah, da steht er. Naja, es passt so nicht hin, genau. Naja. So, warte mal. Wenn man die von Hand aufstellt. Naja, eigentlich muss man hier so eng, wie die da sind. Egal. Gut, dann haben wir Teppich von Kunter und Bunt. Das muss man definitiv lieben. Guck mal nach, ob es ja auch ein anderes Muster gibt. Das sind hauptsächlich verschiedene Farbgebungen. Oh ja. Oh, noch ein Muster. Okay, also es lohnt sich doch hin zu Pastern. So, das Muster. Das finde ich interessant durch diese... Oh. Also da sind definitiv einige interessante Teppiche mit dabei. Kreise gehen immer. Auch so typisch. Typisch wie die Zeit. Wellenmuster. So typisch wie die Zeit. Es ist so typisch. Warte mal, hier mal eine etwas freiere Fläche. Warte mal, hier haben wir eine Seite hier. Die können wir auch noch versauen, wenn wir schon dabei sind. Alter, das ist wirklich so typisch für die Zeit. Das geht ja gar nicht. Ja, das sind die Space. Und dann ist nochmal dieses typische Muster. Dieses typische Muster erinnert ganz stark an die Videospielewelt von damals.
Warte mal, jetzt will ich mal eine andere, jetzt will ich mal eine andere Kamera-Dings hier. Hier, das ist so typisches Design von damals Videospielezeitschriften. Zu der Zeit von C64er, Atari und Co. KG. Alter Falter. What? Das geht gar nicht, das ist geil. Es ist einfach nur geil. Also ist echt wieder nettes Zeug dabei. So, jetzt müssen wir wieder nach innen. Hier haben wir nämlich einmal eine Bowling, naja, ihr seht schon gleich. Oh Gott, hier kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Ja, nehmen wir die Wand hier. So. Jo. Gibt's dann wieder mit verschiedenen... Ja, es sind nur die verschiedenen Farben. Mal hier so ein bisschen rangucken. Boah. Gut, dann haben wir eine Rekordtafel. Ja, natürlich. Da sehen wir die Rekorde drauf. Steht dann auch mal was anderes drin oder mal gleich. Hier das typische Orange nochmal. Ja, hä? Kann man machen. Als nächstes beleuchteter Raumteiler. Yes. Denke mal, den kann man auch wirklich für anderes verwenden. Da sind die verschiedenen Farben. Der ist sogar mit Dualfarbe. Auf der Innenseite so blau, dann gelb, blau, gelb. Das ist nett. Das erinnert mich so ein bisschen an Portal. Think Portal. Leute, wa? Das ist doch Think Portal, definitiv. Ne? Das ist aber sowas von Portal. So, dann gibt es einen Kugelständer. Bowlingkugelregal Nummer 1. Okay, wir gehen nochmal raus. Ist jetzt mir zu viel drin, ne? Sonst. Bowlingkugel Number One. Geil, ich habe hier so eine blaue gehabt. Die haben meine Kugel geklaut. Die haben meine Kugel geklaut. Die haben meine Kugel geklaut. Ich hab's gesehen. Ja. Da ist sie nochmal. Hier, da. Mit Glitzer war meine. Die haben meine Kugel geklaut. Ie. Erst die Teile von meiner Oma klauen und dann jetzt meine Kugel klauen. Leute, es geht nicht. Sag mal, ich erzähle mir noch mehr Objekte hier angezeigt. Danke. So, was haben wir denn hier? Regal für Bowlingschuhe. Ja, das sind die mit den Americans. Make American small again. Ja, das sind nur die Americans drin. Schade. Ist hier noch was anderes? Nö, ist auch nochmal Americans. Dann ist hier nochmal ein leeres. Keine Ahnung, ob man da selber welche reinstellen kann. Oh, komm her. Hier, da wollte ich. Nö, die sind einfach nur leer. Gut, dann haben wir nochmal Bowlingkugelregal Nummer 2. Was ist der Unterschied dabei? Was ist denn der Unterschied da? Was ist ein Bowling Regal Nummer 2? Oder war es das jetzt das gleiche? Ja, bin ich blond? Ich glaube, es ist das gleiche. Hm, okay. Gut. Trophäenschrank. Ich lebe hoch. Genau. So gut war ich nicht. War casual, aber nicht so. Ich hab doch keinen. Also Trophäen habe ich nie gemacht. Okay, ich habe nie bei Wettbewerben mit dir gemacht. Ich fand das damals schon immer affig. Ich habe aus Spaß und Freude gebohlt. So, Lampe Spielart. Warte mal, die ein bisschen wirkt. Können wir sie ja mal hier auf so einen Tisch rauf. Ich flipp aus. Selbst hier mit dieser, diesem Muster außen drauf. Orange, dieses typische Orange der Zeit. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Die haben meine Oma beklaut. Die haben meine Oma beklaut. Mensch. Können die doch nicht machen. Die hat schon so wenig Rente gehabt. Ja, auch der typische Orange natürlich. Ja, zack, bumm. Alter, Falter. Es kann nicht wahr sein. Es geht gar nicht. Es ist die Hölle. Die haben meine Oma beklaut. Habe ich schon ein paar Mal gesagt heute, oder? Ja, dann nochmal mit den längeren. Natürlich auch eine unterschiedliche Farbe. Ich setze euch mal noch eine andere Farbe. Das klassische Rot zum Beispiel. Oder auch hier nochmal das klassische Lila-Grau.
wenn Lilla Grau gehen möchte. So, ja, okay, will. Ja. Was haben wir denn noch? Richtungspfeil. Ach du grüne Neune. Achso, das ist für die Wand. Achso, okay, das ist für die Wand. Ich hab nichts gesagt. Jo. Das Typische, hä? Der Pfeil ist richtungsweisend. So, dann haben wir noch typische Scheunenlampe. Kala Kala Chameleon. Kala Chameleon. Jetzt hat ein Ohrwurm. Scheiße, ein Kleister. Mann. Natürlich auch in die Farbgebungen. Yes. Wow. Menschen. Und es darf natürlich keine Sternuhr fehlen. Hammergeil. Die typische Sternenuhr. Ich flippe aus. Geht die denn mittlerweile nach der Uhrzeit? Nö, leider nicht. Das wäre es natürlich noch gewesen, wenn endlich mal die Sims-Uhren nach Uhrzeit gehen. Mann. So, dann nochmal in der Farbgebung, weil es so schön ist. Und dann natürlich der typische... sowas nochmal, ja? Yes! Ich muss sagen, einige wirklich sehr schöne Sachen dabei. Einige Sachen, wo ich dann sage, wow, ich fühle mich echt in die Vergangenheit gesetzt. Also so richtig feiern. Ich sag mal, was ich wirklich so richtig feiere. So richtig feiern tue ich das hier. Das hier. Dieses hier feiere ich enorm. Lass mal los. Dann feiere ich die Dinger hier richtig krass. Das Ding hier feiere ich ohne Ende. Also das ist echt geil. Das ist. So, was feiere ich noch? Hier, die Dinger sind ganz nice. Mit diesen Farbdings hier, Abstufung drin. Dann die Teppiche auf jeden Fall. Besonders das hier, die alte Videospiele-Magazine. Oh je, die feiere ich ohne Ende. Dann richtig geil finde ich diese Kreise hier. Diesen Teppich finde ich geil. Und diesen Teppich, diese Musterung finde ich absolut geil. Also so hier Hammer. Klamottentechnisch. Ja. Ach ja, die Uhr feiere ich auch noch. Und hier, die Lampen sind nicht schlecht. Aber klamottentechnisch. Ja, die Hawaii-Hemden. Okay, die Hawaii-Hemden. Die Hawaii-Hemden sind nett. Ne? Also die Hawaii-Hemden kann man nicht meckern. Der Rest ist so optisch, muss ich sagen. Ja, kann man machen. Muss man nicht machen. So halt, ne? Aber es ist halt wieder Geschmackssache. Es ist jeder hat einen anderen Geschmack. Also, wie gesagt, die Uhren finde ich geil, die Teppiche finde ich geil. Die Lampen ein bisschen so, wie gesagt, dieses hier, dieses gerade dieses Wohnzimmer-Interieur damals, das ist der absolute Hammer. Und wie gesagt, auch hier das Ding ist so geil und dieser eine Stuhl hier mit diesem Musterung, ja. Und das Hawaii-Hemd, natürlich, das Hawaii-Hemd. Gut, was gibt's noch? Es gibt hier noch einmal was freizuschalten, eine Meisterschaftskugel. Wird beim Erzielen eines perfekten Lamas freigeschaltet. Nur Strikes in einem Spiel. Überleg doch mal, was du anderen Sims alles für kluge Sprüche an den Kopf werfen kannst, wenn du es schaffst, dir ein paar Bowling-Pokale zu sichern. Ich denke mal, das wäre so ein Teil, da könnte ich mir hier als Extra sozusagen wirklich mal annähern. Ja, alleine nur wegen der alten Zunft wegen. Einfach nur wegen der alten Zunft. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, ich wünsche euch allen da draußen erstmal wieder einen schönen Tag. Ich muss gucken, dass ich das wieder alles wegkriege aus dem Garten und so. Wird wieder eine Menge Arbeit für mich und für euch natürlich nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt, gerade wenn ihr das hier seht, einen schönen Urlaub habe. Ich brauche den wirklich jetzt. Also ich werde langsam wirklich erntereif für die Klapse. Ne? Also ist ganz normal. Gut, in dem Sinne euch einen schönen Tag und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, sehen wir uns morgen gerne wieder in den Sinn. Ciao, ciao und bye, bye. Mensch, und wir haben überzogen. Oh, so schlimm. Also, tschüss.